Ja, Freunde, 2017 feiert das iPhone seinen 10. Geburtstag und eigentlich sind sich alle Experten einig, dass Apple zu diesem Anlass etwas ganz Besonderes auf den Markt bringen wird. Ist das wirklich schon 10 Jahre her? Ich meine, überleg mal, 2007 war George Bush noch Präsident in Amerika, der VfB Stuttgart ist deutscher Meister geworden und Michael Bay hat den ersten Transformers-Film in die Kinos gebracht. George Bush ist längst in Rente und 2007 haben die Leute gesagt, schlimmer als George Bush kann es eigentlich nicht mehr werden. Der VfB Stuttgart spielt mittlerweile in der 2. Bundesliga und diesen Sommer erwartet uns im Kino der 5. Teil von Transformers. So lange ist 10 Jahre her. Bis zum Erscheinungstermin sind es natürlich noch ein paar Monate, wenn wir davon ausgehen, dass auch dieses Jahr das neue iPhone anlässlich der WWDC im September erscheinen wird. Beziehungsweise vorgestellt erscheint, tut es ja dann eigentlich immer irgendwie ein paar Wochen später. Genug Zeit also, um mal in die Gerüchteküche reinzuschauen und zu sehen, was denn für das neue iPhone alles geplant sein könnte. Angeblich testet Apple schon mit 10 unterschiedlichen Prototypen, was natürlich bedeutet, dass das ein oder andere Gerücht vielleicht ein bisschen widersprüchlich sein könnte, weil niemand genau sagen kann, welche Features es tatsächlich ins finale Produkt schaffen werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich das neue iPhone optisch deutlich von seinem Vorgänger unterscheiden wird. Ehrlich gesagt höre ich das jedes Jahr beim neuen iPhone. Schauen wir uns zuerst mal die Gerüchte zum Namen an. Nachdem ja im letzten Jahr das iPhone 7 auf den Markt gekommen ist, müsste uns dieses Jahr eigentlich traditionell das 7S erwarten. Insider gehen jedoch davon aus, dass Apple die Modellreihe S dieses Jahr aufgrund der vielen zu erwarteten Innovationen im iPhone überspringen wird. Andere Quellen gehen sogar davon aus, dass Apple vielleicht in Zukunft komplett auf die Nummerierung seiner iPhones verzichten könnte und uns eben jedes Jahr einfach das neue iPhone vorgestellt wird. Weitaus spektakulärer wäre natürlich der Name iPhone X oder iPhone 10, wobei das würde auch irgendwie keinen Sinn machen, weil dann ja iPhone 8 und 9 fehlen würden. Ehrlich gesagt kann ich mir den Namen das neue iPhone ziemlich gut vorstellen, weil wie soll das denn weitergehen? Irgendwann klingt es doch auch komisch, das iPhone 9, das iPhone 10, das iPhone 23, das iPhone 24S, iPhone 69S. Abgesehen davon gibt es auch Anzeichen dafür, dass Apple ein iPhone 7S und ein iPhone 8 auf den Markt bringen könnte. Dabei wäre das iPhone 8 sozusagen die Premium-Variante des neuen iPhones und das iPhone 7S wäre einfach das iPhone 7 mit einem schnelleren Prozessor und einem besseren Akku, also eigentlich genauso wie es jetzt auch mit dem iPhone 6S gehandhabt wird. Das klingt schon ziemlich plausibel, vor allem wenn man sich die aktuelle Apple-Produktpolitik anschaut. Es gibt sozusagen für jeden Geldbeutel ein iPhone zu kaufen, anders als früher, wo es eben nur eins gab und das iPhone 8 wäre dann einfach die High-End-Premium-Variante, die mit Sicherheit ziemlich teuer werden wird. Schauen wir uns jetzt mal das Design an. Was sich viele Apple-Fans seit Jahren wünschen, könnte dieses Jahr tatsächlich Realität werden. Die Rede ist von einem randlosen Display ohne Home-Button. Chefdesigner Jony Ive soll bereits seit längerem an einem Modell arbeiten, das komplett aus Glas besteht. Außerdem gibt es bereits seit 2015 Spekulationen dafür, dass Apple in zukünftigen Modellen auf die OLED-Display-Technologie umsteigen wird. Ein entsprechendes Patent dazu ist bereits seit April 2015 beim amerikanischen Patentamt zu finden. Dieses Patent deutet nicht nur auf ein OLED-Display hin, sondern auch auf ein gebogenes Display, wie wir es zum Beispiel bei Samsung schon gesehen haben. Ein iPhone mit OLED-Display wäre natürlich der absolute Hammer, denn es bringt nicht nur bessere Bildqualität, sondern auch eine erhöhte Akkulaufzeit, weil die OLED-Displays deutlich energiesparender sind. Da die Herstellungskosten für OLED-Displays aber nach wie vor relativ hoch sind, kann man davon ausgehen, dass es diese Technologie höchstens in das Premium-Modell des iPhone 8 schaffen wird. Kommen wir zur Hardware. Als fast schon sicher unter den Experten gilt, dass Apple beim kommenden iPhone auf den 10 Nanometer A11 Chip setzen wird. Und auch das Aufladen könnte beim neuen iPhone revolutioniert werden. Angeblich arbeitet Apple an einer kabellosen Ladetechnologie. Das gibt es natürlich auch schon bei anderen Herstellern. Apple arbeitet allerdings angeblich an einer Technologie, bei der man nur in der Nähe der Ladestation sein muss und dann schon das Handy geladen wird. Und ehrlich gesagt finde ich das eine ziemlich coole Vorstellung, dass man in Zukunft endlich nicht mehr sein Ladegerät oder einen dämlichen Zusatzakku mit sich rumschleppen muss, sondern einfach bei seinem nächsten Starbucks nicht nur ins WLAN sofort reinkommt, sondern auch das iPhone sofort geladen wird. Leider stehen hinter diesem Feature noch einige Fragezeichen, denn die Technologie ist relativ komplex und es müssen noch einige Hürden aus dem Weg geräumt werden, wie zum Beispiel der Energieverlust bei der Übertragung von Energie über eine größere Distanz. Möglich wäre allerdings auch, dass Apple uns nur ein Zubehör aus dieser Technologie baut und wir ein 120€ Ladecase kaufen müssten. Was den Speicherplatz angeht, ist davon auszugehen, dass Apple mindestens ein Modell bringen wird, das eine Speicherkapazität von 256 GB haben wird.
Schauen wir uns mal die Kamera an. Die aus dem iPhone 7 Plus bekannte Dual-Lens-Kamera wird es wohl auch mit einem verbesserten Bildstabilisator in die neue Generation schaffen. Allerdings ist auch da wieder davon auszugehen, dass dieses Feature mit verbesserten Bildstabilisator lediglich im Premium-Modell iPhone 8 oder iPhone 8 Plus vorkommen wird. Das sind auch schon so ziemlich die wichtigsten Gerüchte zum neuen iPhone 8. Natürlich kommen jeden Tag neue Details ans Licht, aber so wirklich genau wissen wir es spätestens ein, zwei Wochen vor der Vorstellung oder am Tag der Konferenz selber. In der Zwischenzeit lässt sich natürlich munter weiter spekulieren und auch das gehört ja inzwischen zum Alltag der Apple-Fangemeinde dazu. Über welches neue Feature würdest du dich am meisten beim neuen iPhone freuen und welches war eigentlich dein erstes iPhone oder bist du generell eher der Android-Typ? Lass uns doch in den Kommentaren darüber reden und falls dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und wenn du weitere Videos von mir sehen möchtest, würde ich mich riesig über ein Abo von dir freuen.